Ja, hallo hier. Jetzt sind wir schon zum dritten Mal hier bei uns beim Bau. Ja, letztes Mal, wenn man hier guckt, war es eine ebene Fläche mit weißem Sand. Jetzt ist schon der Kran dazu gekommen und die haben mit dem Bagger die Güllekanäle ausgegraben. Wir gehen da gleich mal hin. Die haben auch schon einen Teil betoniert. Dann können wir da einmal reingucken und da sieht man mal, ja, in was für Abschnitte das macht. Das ist ganz schön. Wir haben zwei Kanäle. Einer wird in der Mitte vom Stall sein und einen hinten. Und die sind alle, die beide sind unterschiedlich weit betoniert. Und ich würde sagen, wir gehen da einmal hin und gucken einmal, was sich da so getan hat. So, hier sind wir in der Mitte vom Stall. Wenn man hier runter guckt, hier haben die den Boden vom Keller schon betoniert. Und ein Teil von der Schalung für die Wände steht schon. Der Keller wird hier 1,50 Meter tief. Ja, und es wird ein Kreislauf. In der Mitte sieht man, denke ich, auf dem Video gut die Matten, die rausgucken. Dort kommt dann auch noch eine Mauer hin und halt rundum zu, damit er natürlich ordentlich wasserdicht ist. Und nächstes Mal, wenn wir uns sehen, denke ich, werdet ihr das nicht mehr sehen, weil dann wird das wieder angefüllt hier mit dem Sand, der hier liegt. Und dann wird das wieder eine ebene Fläche sein. Wenn da Spalten drauf liegen, sprich letzte Möglichkeit, da nochmal reinzugucken. Und wir gehen gleich nochmal einen weiter. Da sieht man noch einmal, wie das auf dem Boden gemacht wird. So, hier sind wir dann bei dem Kanal hinten im Stall. Hier wird dann letztendlich das meiste Teil der Gülle reingeschoben. Ja, wie man hier sieht, sieht man noch keinen Beton. Das Einzige, was hier sind, sind zwei Lagen Baustahlmatten. Sieht man, was extra eingeschaltet ist, das ist eine Vertiefung für ein Rührwerk. Das wird extra ein bisschen tiefer eingelassen, damit man eher die Gülle rühren kann. Dann steht das Rührwerk die ganze Zeit in Gülle und kriegt somit ein bisschen was zu packen. Das ist einfach nur praktikabler. Ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns ein, zwei Wochen wieder. Und dann werden auch hier die Mauern, denke ich, stehen. Und vielleicht schon Spalten drauf sein. Auf jeden Fall komme ich erst dann wieder, wenn wir einen ordentlichen Unterschied sehen. Und tschüss!